Jeder hat die gleichen Chancen. Das klingt erstmal gut. Aber ist das wirklich so? Und was hat das mit Hautfarbe zu tun? Lenja macht demnächst Abitur. Ich habe nie darüber nachgedacht, dass es Dinge gibt, die ich nicht könnte, wenn ich sie wollen würde. Judith arbeitet in ihrem Traumberuf. David bestimmt als Chef, wo es lang geht. Als weiße Person hat man extrem viele Vorteile. Lara ist Vorbild für Kinder. Klaus weiß, dass er als Mann oft im Vorteil ist. Das schwingt natürlich unterschwellig immer ein bisschen schlechtes Gewissen mit. Und Margret hat Freude daran, andere zu fördern. Was hat die Hautfarbe damit zu tun, wie weit jeder Einzelne im Leben kommt? Welche Hürden gibt es, nur weil jemand nicht weiß ist? Sechs Menschen diskutieren über Rassismus. Diesmal geht es um die Frage, wer kommt im Leben weiter als andere? Das zeigen wir mit dem Privilege Walk, bekannt auch als ein Schritt nach vorne. Eine Übung, wie sie auch an Schulen gemacht wird. Ich lese euch Aussagen vor. Immer wenn ihr die Aussage mit Ja beantworten könnt, dann geht ihr vor zur nächsten Linie. Wenn nein, dann bleibt ihr stehen. Ich fange an mit der ersten Aussage. Alle meine Freunde sehen so aus wie ich. Ich kenne natürlich auch Menschen, die anders aussehen, aber die gehören nicht direkt zu meinem richtigen Freundeskreis bisher. Sie sind alle etwa in meiner Altersgruppe, sie haben die gleiche Hautfarbe. Wenn wir von Männern sprechen, der eine hat etwas mehr, der andere hat weniger Haare. Das ist aber schon der Unterschied. Ich werde von Fremden nicht oft gefragt, wo ich wirklich herkomme. Rassismus spielt in meiner Familie keine Rolle. Lara? Ich habe zwei schwarze Kinder. Das ist Alltag. Das macht einen schon mal traurig oder mal wütend, dass man gewisse Freiheiten und Privilegien nicht genießen kann mit seiner Familie. Die Journalistin Hadija Haruna Oelker hat solche Übungen schon mehrfach durchgeführt. Es geht darum, sich bestimmter gegebener Vorteile bewusst zu werden. Das ist ja das Ding mit den Privilegien. Die habe ich ja bekommen oder nicht bekommen, nicht weil ich ein besserer oder schlechterer Mensch bin, sondern weil es gesellschaftliche Grundverteilungen gibt, die historisch, geschichtlich ebenso gewachsen sind. Und sich dessen bewusst zu machen und zu sagen, wo ist meine Position in diesem gesellschaftlichen Spiel, das ist diese Übung ein Schritt nach vorne. Nächste. Im Alltag werde ich nicht für mein Deutsch gelobt. Mein Chef, meine Chefin, Lehrer, Lehrerinnen haben dieselbe Hautfarbe, und zwar alle, wie ich. Wie fühlt es sich an bisher? Es geht schnell voran. Geht schnell voran, ne? Also ich glaube, wenn heute schwarze Menschen teilgenommen hätten, dann wären die auf der ersten Linie stehen geblieben. Es wird einem bewusst, dass es Menschen gibt, die diese Privilegien nicht haben. Wenn jetzt noch jemand da wäre, der dann quasi immer zurückgeblieben wäre, dann hätte man sich noch viel schlechter gefühlt. Aber auch so wird einem halt klar, wie einfach manche Dinge für einen sind, die aber vielleicht nicht selbstverständlich für alle sind. Eigentlich ist die Erfahrung in allen Workshops, wo ich dieses Element benutze, dass es ein für die, die hinten bleiben, ein bedrückendes Gefühl ist. Genauso für viele, aber auch die nach vorne gehen und spüren, dass hinter ihnen immer mehr Menschen zurückbleiben. Und mit diesem bedrückenden Gefühl das aufzulösen und zu sagen, woher kommt dieses bedrückende Gefühl? Jetzt gehen wir mal weg von diesem Gefühl und sagen, was sagt uns das denn? Was sind denn das für Machtverhältnisse oder für Zugänge, die den einen verwehrt bleiben und die die anderen haben, ohne dass sie irgendwas dafür getan haben? Wenn ich bei einer Bewerbung abgelehnt werde, kann ich davon ausgehen, dass das weder mit meiner Herkunft noch mit meinem Aussehen noch mit meinem Geschlecht zu tun hat. Da sind wir uns, glaube ich, bewusst als Frauen, dass Geschlecht auch immer wieder eine Rolle spielt. Also dieses Privileg haben wir dann nicht so uneingeschränkt zumindest. Als weißer Mann in einer weißen Mehrheitsgesellschaft hat man sehr wenig zu bedenken. Wenn ich einen Fehler mache, fällt das nicht auf alle Menschen
meiner Hautfarbe zurück. Wieso seid ihr alle weitergegangen? Weil ein Fehler, den ich mache, den mache ich persönlich. Das ist mein Problem. Dafür muss ich gerade stehen. Ich kann aber nicht glauben, dass das verallgemeinert wird. Thema Rassismus, glaubt ihr, dass es anders, dass es verallgemeinert wird, dann bei jemandem, der eine andere Hautfarbe hat? Wenn in der Presse darüber berichtet wird, dass irgendjemand was geklaut hat, jemand ermordet wurde, jemand angegriffen wurde, und da steht südländischer Typ, dann wird das immer gerne genutzt, um das gleich auf alle südländischen Typen zu übertragen. Heißt das auch, Chancengleichheit gibt's gar nicht? Chancengleichheit gibt es nicht, nein. Und wirst du deine Kinder darauf vorbereiten, dass es diese Schieflage gibt? Ja, sowas wie, überleg dir dreimal, ob du ein Foto auf die Bewerbung machst oder lass das Foto sein, geh hin und überzeug als du als Person. Weil sie sind wunderbare Personen, sie werden wunderbare Personen werden. Das zweifle ich nicht an, aber das sind halt so Feinheiten, da muss ich sie drauf vorbereiten. Es ist auch wieder eine Art von Wut und Traurigkeit, dass es halt wirklich diese Gleichberechtigung auf der Welt noch nicht gibt. Und natürlich bin ich irgendwo auch natürlich dankbar dafür, dass ich diese Privilegien hatte und auch in meiner Kindheit nutzen konnte und so groß geworden bin. Und das ist ja auch Dankbarkeit natürlich, dass ich sie hatte einfach. Und gleichzeitig auch ein wenig, ich würde nicht Scham sagen, aber halt Enttäuschung darüber, dass es doch so differenziert auf dieser Welt zugeht. Weiß und Schwarz sind ja keine Hautfarben, sondern sind Lebensrealitäten, es sind politische Kategorien. Also es ist einfach ein Unterschied, welche Erfahrung meine weiße Mutter macht oder ich als schwarze Frau. Und wenn man an diesem Punkt ist und sozusagen von sich weggeht als weiße Person und sagt, ich bin eine weiße Person, das ist vollkommen in Ordnung und das ist auch gut so, aber dieses Weißsein, diese Lebensrealität gibt mir an bestimmten Stellen Vorteile. Und ich muss mich nicht mal bemühen, sie anzusehen, weil das ist mein Privileg. Und dann zu sagen, ich öffne mich. Ich glaube, da ist der Punkt, an dem tut es vielleicht auch manchen Leuten weh, weil man musste da nie hinschauen. Und da muss man sozusagen die Selbstgeißel einpacken und selbstbewusst und offen eine Alliierte werden. Und damit zur nächsten Aussage. Ich kann unbesorgt mit meiner Familie, Kindern, Enkelkindern, Cousinen, Neffen, Nichten, überall in Deutschland Urlaub machen. Das ist echt schlimm. Ich habe nur gedacht, komisch, zwei Männer, die einzigen Männer hier in der Runde, stehen vorne und die anderen etwas gestaffelt dahinter. Das muss ich erst mal verarbeiten tatsächlich und mir bewusst werden, dass es so ist oder welche Verantwortung ich damit eigentlich trage. Wer Privilegien hat, kann sie nutzen, um etwas zu verändern. Dafür muss man sie aber überhaupt erkennen. Das Erste ist anerkennen, dass es Rassismus gibt, dass er was mit mir zu tun hat, dass ich mich damit auseinandersetzen muss und dass das schmerzhaft sein kann und dass ich, um zu lernen, denen zuhören muss, die von Rassismus betroffen sind. Was man tun kann, offensiv, selbstbewusst dagegen angehen, wo immer man auf Vorfälle trifft. Also sich nicht wegducken, nicht umdrehen. Vor allem Weiße müssen sich damit beschäftigen, weil wir ja der Grund dafür sind. Also wenn wir uns da nicht beschäftigen, wird das System sich ja nie ändern. Wenn Rassismus in Gesprächen im Familienumfeld oder auch im Arbeitsumfeld auftauchen, da nehme ich mir vor, häufiger dagegen zu gehen. Ich fand es spannend zu sehen, dass die Jüngste in unserer Gruppe die fast aufgeklärteste war oder die damit am meisten in der Auseinandersetzung war und schon sehr klare Auffassungen dazu hatte, so jung wie sie war. Und das, finde ich, gibt auch total Hoffnung. Wir müssen über Rassismus reden, weil er uns alle angeht.